Ich habe mir jetzt gerade noch mal die Datei vom Wilfried angeschaut, hier zu diesem Forenbeitrag mehrere Flächen zu einer Beespline-Fläche vereinen. Und das ist schon ganz interessant, dass das geht und wie das gemacht wird. Also die Idee ist ja, dass man hier ein Gordon-Surface hat, was sich mit einigem Aufwand, kann man sich mal anschauen, aus ein paar Sketchen berechnet, wird ein Loft erstellt und dann geht es über so verschiedene Objekte, die ich im Detail auch nicht genau kenne, nach oben. Am Ende entsteht ein Gordon Surface und mich hat mal interessiert, wie ist denn die Struktur hier? Und ein entscheidender Punkt ist hier unten ein Loft, über mehrere Sketche gemacht, und das Problem beim Loft ist, dass hier die Flächen, dass der aus mehreren Flächen besteht. Und ich hätte mein Skript jetzt auch heute noch ein bisschen weiterentwickelt. Und da wäre eigentlich die Idee so, dass ich sage, ich gehe her und ich nehme jetzt mal hier vom Loft zwei Flächen, wähle die aus und so merge diese beiden Flächen zu einem neuen Gesamtobjekt. Das ist jetzt da, dann wähle ich dieses Objekt, die nächste Fläche, merge zwei Faces, dann entsteht wieder ein Ergebnis und könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, das nochmal und der nächste Streifen vereinigen und das nochmal und der nächste Streifen vereinigen. Und wenn ich jetzt mal diese ganzen Zwischenergebnisse wieder ausblende und auch den Loft ausblende, dann sehe ich, dann habe ich schon mal hier eine Fläche und das ist jetzt wirklich eine einzelne Fläche, die sieht so aus. Der Loft, der rechnet natürlich immer viele Knoten hier rein. Das ist schon Unding. Aber man bekommt hier eine schöne, einfache Fläche rein. Und in dem Fall ist es wirklich so, dass immer nur zwei Subflächen vom Loft zu einem verbunden werden. Es gibt noch keine Methode, die das mit einem Schlag macht. Das heißt, momentan muss ich immer so schrittweise das Ding hier aufbauen. Hier nochmal zur Demonstration. Das war die erste Vereinigungsfläche. Dann war das hier die zweite Vereinigungsfläche. Ich mache die mal aus. Dann hier die dritte und hier die vierte. Ich denke, auf dem Weg kann man generell das verallgemeinern, dass man sagt, ich kann aus einem Loft gleich ein Einflächenobjekt machen, was ja auch sinnvoll ist, was vielleicht irgendwann mal im OCC auch mal implementiert wird.